Das Kacktor des Monats. Tor 1, Dennis Cesar, SSV Ulm. Es gibt da diese Regel, die besagt, dass man den Torhüter im 5-Meter-Raum nicht angreifen darf. Dennis Cesar vom SSV Ulm bringt wohl auch deshalb in dieser Szene die nötige Ruhe mit und wartet einfach ab. Lucien Havrilov, seines Zeichens Torhüter des SV Waldhof Mannheim, erledigt dann den Rest und bereitet Cesar diesen Treffer mustergültig vor. Obwohl so richtig entscheiden will er sich nicht, schließlich hechtet er den Ball anschließend doch hinterher. Vergebens. Tor 2, Elias Löder, Carl Zeiss, Jena. Ihr erinnert euch an Tomislav Piblica, hier kommt Luis Klatte. Der Torhüter des SV Babelsberg verpasst die klassische Torhüterabwehr nur knapp, bekommt aber vom Pfosten eine zweite Chance. Aber so wie Piblica damals im Tor von Energie Cottbus, entscheidet der Kopf von Klatte, dass dies die perfekte Gelegenheit für ein Kopfballtor ist. Zur Freude vor allem von Gegner Carl Zeiss Jena und deren Torschütze Elias Löder. Ja, er ist offiziell der Torschütze. Verstehe das, wer will. Tor 3, Marius Funk, FC Ingolstadt. Jürgen Klopp hat es immer gewusst, hohes Pressing verunsichert den Gegner. Hier unter Beweis gestellt vom FC Ingolstadt im bayerischen Duell an der Grünwalder Straße gegen 1860 München. Verteidiger Mladen Cvjetinovic spielt den unhaltbaren Rückpass zu Torhüter Marius Funk, der alles gibt, noch an den Ball zu kommen und ihm dabei erst den entscheidenden Touch in Richtung Tor gibt, in Richtung eigenes Tor. Tor 4, Robert Andrich, Bayer Leverkusen. Wenn es läuft, dann läuft es halt. Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen hat das in den letzten Wochen häufiger unter Beweis gestellt. Robert Andrich, bislang eher in Insiderkreisen als Goalgetter bekannt, zieht aus der zweiten Reihe ab und setzt diesen Strahl von einem Schuss ohne Abwehrchance unter die Querlatte. Mainz Keeper Robin Zentner ist völlig unbeteiligt. Das beweisen diese Szenen. Gut, so ganz unbeteiligt vielleicht auch nicht. Tor 5, Aaron Soten, Wismut Gera. Mit Anpfiff dieser Partie waren die beiden Protagonisten hier zu sehen in Weiß als Verteidiger vom FSV Schleiz irgendwie noch in der Kabine. Die erste Abwehraktion ist schon komisch, die darauffolgende noch komischer. Aaron Soten, seines Zeichens Stürmer bei Wismut Gera, soll es recht sein. Er lässt die beiden machen und schiebt anschließend die Kugel lässig ein. Mhm, aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.